So, hallo. Heute zeige ich euch, was man mit dem Produkt Schelarti so alles anstellen kann. Schelarti ist ein Produkt, bei dem man Sticker selbst gestalten kann. Mit Hilfe, ich sage jetzt mal so Gel-Tuben. Die gibt es in verschiedenen Farben. Wir haben hier in diesem Set insgesamt 15 Sticker und 3 verschiedene Farben. Ich habe eines schon vorbereitet, das zeige ich dann zum Schluss. Die Farbe benötigt zum Aushalten ca. 12 Stunden, über Nacht zumindest. Vorher sollte man sie nicht anfassen, da bleibt man dann richtig dran kleben. Ich habe es versucht. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man das hier macht. Ist an sich relativ einfach. Man füllt die Bildchen hier aus. Die sind bereits umrandet mit einer etwas höheren Kontur, damit das Gel nicht drüber hinwegläuft. Und an sich ist es dann nur noch ein Ausmalen bzw. ein Ausfüllen. Das Gel an sich ist recht zäh. Das Gel selber verläuft später etwas, also man braucht es nicht zu 100% hier jede Ecke füllen, also das verläuft dann so nach unten und wird etwas flacher. Was mir nicht gefällt an den Tuben, ich hatte das bei dem ersten Bild, das ich vorbereitet habe, auch schon, dass die Düsen verstopft waren von 2 Farben. Man musste die erst befreien von den vertrockneten Resten. Und das bei einer neuen Packung finde ich jetzt nicht so prickelnd. Und jetzt auch hier wieder geht fast nichts mehr durch. Das ist schon wieder nicht sehr befriedigend hier, das Ergebnis. Ich drücke hier drauf wie ein Ochse, dass wenigstens ein bisschen was vorne aus der Düse rauskommt. Wie gesagt, denkt euch nichts, wenn da an ein paar Stellen ein bisschen weniger ist. Das verläuft dann später. Ich glaube, man sieht es auch hier schon, dass die Oberfläche etwas flacher geworden ist.
Jo, jetzt habt ihr gesehen, wie das funktioniert. Und hier ist das fertige Produkt. Wie gesagt, wird dann ziemlich flach, obwohl man es recht dick aufträgt. Also die Flüssigkeit verdunstet dann auch zum Teil und übrig bleibt dann diese dünne Schicht. Und hier kann man dann eben die Sticker abziehen. Die sind relativ stabil und kann die dann überall hinkleben. Ich denke mal, den besten Effekt erzielt man an dem Fenster, wenn natürlich das Licht durchscheint, oder auf einem weißen Hintergrund. Auf einem dunklen wird es eher dann weniger rauskommen, weil das natürlich durchsichtig ist. Der wird dann zu dunkel. Das habe ich gerade gesehen. Ich habe hier bei meiner Blume hier innen drin was vergessen. Das holen wir noch schnell nach. Lass mal das nachtrocknen. Dann sind wir hier auch fertig. Ja, und jetzt habe ich hier noch ein Blättchen, das mache ich mal irgendwann später oder überlasse es meiner Tochter, dann kann die da auch mal ein bisschen rumprobieren. Und dann haben wir hier diese Hundehütte, die klebt man dann zuvor auf die Scheibe oder auf den Untergrund und das kann man dann eben besetzen mit den Stickern hier, die man kreiert hat. Es schaut nett aus. Aber wie gesagt, Preis-Leistung bin ich nicht zufrieden. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Mir hat es eigentlich auch Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.